Ein herzliches Willkommen zu Subnautica Below Zero. Ich spiele es heute mal wieder. OGs wissen das, vor drei Jahren, ja, habe ich das Ganze schon mal gespielt. Da war ich noch viel jünger und meine Stimme war so süß, genauso süß wie diese Pinguine hier. Ich habe geguckt, ich habe soweit alles eingestellt. Wir spielen natürlich auf Ultra-Grafik, WQAD. Falls es irgendwie Audio-Probleme oder Audio zu leise, zu laut, wie auch immer geben sollte, werde ich das noch berichtigen in einer der nächsten Folgen. Ich denke mal, dass mein Mikro-Audio ein bisschen zu laut ist, aber das werden wir sehen. Wir gehen auf Spielen, neues Spiel. Wir spielen Überleben. Was ist... Ah. Genau, ich werde Subnautica 1 in Anführungszeichen werde ich auch noch spielen. Weiterspielen, aber das im Stream. Die restlichen Re-Uploads müssten auch auf meinem YouTube-Kanal sein. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Unknown Worlds Entertainment präsentiert. Approaching 45-46 speed. Surface temperature is up. Drop pod deployed. Sehr interessant. Neo. Also ich gehe jetzt mal näher mein Mikro. Es kann sein, dass das... Also das Ding ist eigentlich, war das nicht so, dass man in der Basis aufgewacht ist? Oder war das in Alpha oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann mich daran erinnern, weil die Location, ja, aber... Hä? Okay, egal. Ah ja, die geben einen Wärme. Holy smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Ja. Wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal, wie das ist. Läuft mit dem Ton und dann passt das, weil jedes Game muss man es anders einstellen. Ich bin gespannt. Also ich kann mich nur noch an weniges erinnern. Ich weiß, dass das PDA sich sau... Ah nee. Okay, das war mal langsamer. Das ist aber cool. Egal. Die Stimme vom PDA, die Voice, die soll relativ scheiße sein. Haben wir auch gerade gehört. Und das Ding ist nicht über Wasser, sondern, weil das war ja in Subnautica, ich nenne es jetzt aber mal, es ist ja Subnautica 1, war das ja eine Rettungskapsel. Jetzt ist es eine, so ein einfach eine Basis halt einfach. Found the drop pod. Oh naja. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero. Come here. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. Come here. The Samantha IU I met. Ich will meine Pinguine sehen. Arktis ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Negligent. Die, I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. Also, die Map an sich von Subnautica 1 kenne ich.
teilweise begrenzt auswendig. Aber das ist jetzt was komplett Neues für mich. Ich kenne auch nicht die... Oh. Ja, Pinguins. Oh, oha. Oh, die sind so süß, ne? Guckt euch die an. Digga, was ist das eigentlich für ein... Oha, das ist so süß. Das ist so süß. Aua! Naja, da war ja was. Das ist so süß. Oh. Das ist cool. Kann ich dich wieder... Yes. Genau. Hier habe ich die Anzeige und okay, ja. Die große Anzeige ist nicht mehr Oxygen. Da muss ich mich umgewöhnen. Kann ich dich einsammeln? Nein. Das wäre witzig gewesen, hätte das... Wäre das gegangen. Das ist übrigens dann auch hier... Müsste dann das erste Video sein, was auf meinem Kanal erscheint. War ja vorher schon diverse Videos, aber die sind jetzt alle weg. Ich wollte nochmal komplett neu anfangen, sage ich jetzt mal, machen. War auch natürlich ein bisschen. Ich finde. Ringelpilz, okay. Ich hatte ja auch. Ich mache schon lange YouTube. Zwar nicht ultra lange, aber seit Anfang 2019 mit Sicherheit, aber. Irgendwie, wie es auf YouTube ist, man auch besonders so was wie Reichweite ist mehr als begrenzt und dann hatte ich auch zwischendurch mal wieder keine Zeit und das war alles ein bisschen stressig, aber jetzt mittlerweile back in action wieder. So, gucken wir mal. Bin auch gespannt, wie das alles läuft. Ich spiele ja jetzt auch mit meinem neuen Stuff, also AV1 Encoding. Qualität sollte mehr als Premium sein. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann werde ich es nochmal umstellen müssen, aber. Alright, I have a scanner. Kann ich mich selbst scannen? Nee, selbst scannen geht nicht. Ja, stimmt, hier ist man nicht infiziert. Ich muss zugeben, ich kenne die Story nicht. Ich habe es einmal gespielt, aber nicht durchgespielt, oder geschweige denn, immer kann man mit F-Skin. Geschweige denn, irgendwie die Story durchgelesen oder. Ja, genau, alles scannen, was geht. Bin gespannt auf Subnautica 2. Bei Below Zero ist das eine eigenständige Story, aber. So, denn. Der wurde ja schon angekündigt, Subnautica 2. Oxygen. Grafik sieht auch ein bisschen besser aus. Vor allem die Pflanzen. Oh! Ah, ein Schneesturm. Stimmt, dann wird einem schneller kalt, glaube ich, war das, ja. Wo sind meine süßen Pinguins? Ich fände dieses Temperatursystem, fände ich vielleicht cooler, wenn die das anstatt sowas wie 100% machen, dass da sowas wie alles unter 30 Grad Celsius. Nee, 3. Ich habe kurz Fahrenheit mit Celsius verwechselt. Alles unter 80 Grad Fahrenheit oder 10, naja, sagen wir 0, einfach 0 Grad Celsius sind Friedmann oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich auch entschieden, das hier als Stream-Projekt zu machen. Oxygen. Weil teilweise sind die Videos, ich kann die nicht cutten, diese Videos sind teilweise eine Stunde lang vom Stream, weil es ein Re-Upload ist. Das schaffe ich einfach nicht zu cutten und generell wüsste ich auch nicht, was ich da so cutten sollte. Ich glaube, unsere Main-Mission wäre es jetzt, wie sonst immer, erstmal eine Standard-Tauchflasche zu machen, falls es die hier drin gibt. Wie gesagt, also ich kann mir auch nur... Ich kann mich daran erinnern, dass ich es, als ich gespielt habe unter einer Basis, wo man rausgelaufen ist. Fasergewebe brauchen... Ah. Hä? Okay, das ist ein bisschen anders. Jetzt ist das Problem, wir müssen Schlingpflanzen suchen. Und ich weiß nicht, wo es die hier gibt. Ich habe sie irgendwann mal gefunden hier, aber... ich denke mal, was sind das für... Egal. Ich denke mal, ihr wisst selber, dass das... unmöglich ist, sich daran zu erinnern. Das sieht schon cool aus. Ich lasse die Musik auch ein ganz, ganz wenig leiser. Weil hinterher übertrifft die Musik hinterher noch die Game Sounds und das fände ich so toll.
Vielleicht in den Höhlen. Also an irgendwas kann ich mich dran erinnern, aber... Oxygen. Ich sag mal so, ich wollte es mir angucken. Ich bin so an sich, wenn ich meine ehrliche Meinung, da würde ich direkt wieder ins alte Subnautica gehen. Alleine auch wegen Nostalgie. Ich habe auch in Subnautica, das war so... Ich habe vorher schon auch Let's Plays und so geguckt, aber das war so das erste richtig langes. Ich war jetzt noch bei Spielbär. Spielbär-RP, Subnautica, alle 100 Folgen, auch während des Urlaubs täglich geguckt. Das war so mein... Das war so... Was zum... Bist du? Okay. Ich weiß noch, das war mein erstes... wie gesagt, richtig großes Let's Play, was ich auch geguckt hatte. Dementsprechend ist das so ein bisschen noch stärker verbunden als... lol. Aber wir haben kein Messer, ne? Ich bin auch richtig dämlich gerade. Das sieht cool aus. Wow. Ich sag mal, wir lassen es jetzt darunter zu tauchen. Ich glaube, das bringt uns herzlich wenig. Ja, genau, an die Höhlen kann ich mich erinnern. So, wir brauchen aber leider ein Messer. Was wir nicht haben. Oh nein, der klaut dir die Sachen. Ich kann mich dran erinnern. Der klaut dir die Sachen. Oh fuck. Oxygen. Der klaut dir die Sachen. Daran kann ich mich erinnern. Diese Kobolde da. Und die verschleppen das dann, ich glaube, zu so einem Nest oder so. Ich habe jetzt, das ist auch, ich finde, ich bin auch im Moment so ein bisschen so, was heißt niedergeschlagen? Die Zeit. Mein Subnautica Let's Play ist 3 Monate her. Nee, es kommt mir vor, als wäre es nicht mal 2 Wochen her. Das erinnert mich an König der Löwen, irgendwie, dieses, egal. Hier sind wieder die süßen Pinguine. Hi, kann ich dich... Kegelpinguin. Ja, ihr seht auch aus wie ein Kegel. Yeah. Oh, da war ein Ei. Okay, geil. Let's go back to our mission. Rein. So, jetzt müssen wir einmal gucken. We need a message. Hä? Okay, erstmal machen wir uns jetzt was zu essen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, wir brauchen... Ah, lol. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Gag des Jahrhunderts, wir müssen nochmal zurück. Ich schwimme da jetzt hin. Und werden mal gucken, vielleicht finden wir noch auf unterwegs Seegleiter-Stuff. Ein Seegleiter, meine ich. Das wäre sehr hilfreich. Vor allen Dingen, weil wir jetzt darauf angewiesen sind. Also nicht nur jetzt, sondern ja. Gerade irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Das ist cool. Kriegt man Damage? Nee. Aber diese Sprache, die hätten die alte Synchronsprecherin, sag ich jetzt mal, davon nehmen sollen aus Subnautica. Weil der Rest ist echt cool gemacht, aber das bricht so mein Herz an der Stelle. Hier lang. Das ist nicht nur ungewohnt, sondern auch unbefriedigend, sag ich mal. Oxygen. Die Musik ist auch cool. Ich werde auch diesmal viel mehr auf die Story achten, weil jetzt ist es natürlich auch umso interessanter, was die Story angeht. Ah lol, in Subnautica waren es die gelben, hier die roten, okay.
Komm her. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hört auf! Oh, 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 oh. Reifisch. Gut, dann let's go home. Ich habe mir die Story auch nicht durchgelesen oder so. Ich wollte das jetzt von Anfang an genießen. Quasi wie so jemand, der einfach reinkommt. Oh, ein Pingi. Ich nenne die Pingi. Egal. Ich wollte die halt einfach genießen, so als wenn jemand kommt und das als erstes Mal direkt Dings spielt. Wir machen zweimal. Das war ein Fehler. Oder auch nicht. Ich habe mich verklickt. Ja. Egal. Brauchen wir. Dankeschön. Feldmesser. Oder nur Messer. Nee, Feldmesser. Man kennt es erstmal seinen Finger anschnitzen. Wir brauchen Taucherflaschen. Brauchen wir Fasergewebe. Wenn nochmal rüber. Was nicht ein bisschen nervt, ist, dass man in Subnautica auch allgemein nicht sneaken kann. Egal. Wir gucken jetzt mal. Das brauchen wir nicht. Genau. Wasser, genau. Das brauchen wir. Essen. Weil, soweit ich weiß, Haltbarkeit ist auch wichtig. Von Fischen meine ich. So, jetzt gehen wir weiter. Ich schwimme wieder da vorne hin. Hä? Ah. New blueprint synthesized. Oxygen. Oh, 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 oh. Oh, oh, nein. Oh, fuck. Okay. Soweit ich mitbekommen habe, soll, Satisfactory 2, ja, Satisfactory 2. Wenn ich irgendwann mal Subnautica statt Satisfactory sagen, wenn ich irgendwann mal Satisfactory statt Subnautica sagen sollte, dann I'm sorry, es ist, ich habe wenig geschlafen auch. Es ist gerade 20.26 Uhr und ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Und ich bin auch, es ging, ich glaube, gegen Viertel nach null ungefähr. Ich hatte noch Star Trek Discovery geguckt. Und man kennt es ja, wenn man neue Staffel bekommt, Staffel 5 und 4 Folgen hat. Ich hatte mir extra ein paar aufbewahrt. Ich wollte nicht sofort am Anfang direkt die ersten zwei gucken und so. Ja. Da taucht man schnell ein und dann habe ich mir gedacht, ja, machen wir und dann, ja, kommt eins nach dem anderen und schon hat man Zeit überbrückt und es war ein Fehler. Also, es ist Staffel 5, es ist mega, kann ich nur jedem empfehlen, der auch Star Trek mag, aber das war ein Fehler von mir, das gestern zu gucken statt heute. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Warum? Ja, okay, Reparaturwerkzeug brauchen wir noch nicht, weil hier ist nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, Satisfactory sieht gut, so gut aus, aber auf einmal dann hier kommen solche komplett unscharfen. Ne? Ist das, was ich meine? Naja. Wir gucken jetzt mal. Reparaturwerkzeug brauchen wir nicht. Taschenlampe auch nicht. Wir müssen mehr scannen auf jeden Fall. Gut, gucken wir mal, wie viel. Wir müssen. Oh, die Musik ist cool. 72, okay. Seegleiter müssen wir finden. Fragmente. Ich glaube, wir brauchen 2 oder 3 Stück. Also die Musik ist sehr cool.
erinnert mich irgendwie so. Es ist so düster, aber auch gleichzeitig so friedlich, so Minecraft-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das erinnert mich irgendwie an. Obwohl. Gar nicht. Bitte sagt mir. Oh, warte, was? Fragment. Oh, ja, nice. Wir brauchen drei Stück. Genau, das sind diese Neste vom Seekobold. Okay, dann müssen wir noch eins davon finden. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah. Okay, so viel zum Thema. Premium, wir haben den Seegleiter. Ihr könnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Oxygen. Überhaupt viele zugucken werden, also das Video angucken werden. Ich bin gerade noch im Stream, ist ja keiner Live-Zuschauer. Aber ihr könnt gerne entscheiden, ob ich Subnautica, also nach Below Zero Subnautica oder währenddessen Subnautica 1, also das normale quasi, livestreamen soll oder daraus auch ein Videoformat machen soll. Livestream wäre dann neben Subnautica Below Zero. Oder wenn ich es auch als Videoformat bringen soll, das wäre dann nach Below Zero. Das könnt ihr euch entscheiden. Wie gesagt, ich gucke, ob ich es selbst entscheide, aber eventuell kann ja sein, dass das Video mehrere Aufrufe bekommt. Genau. Dann könnt ihr das nämlich entscheiden. Quadrat und okay, haben wir beides. Perfekt. Wir haben Seegleiter, nice. Gimme. Ja. Is a personal transportation device used for high speed free diving. Ey, diese Stimme, ne? Perfekt. Oh. Huch. Jetzt können wir da vorne zum Dingslager hin, ne? Ja. Können einfach verrottete Schlingpflanzen essen. Das ist auch gut. Notversorgungslager. Ich bin mal gespannt. Also, was da ist, aber wir sind viel schneller unterwegs. Guck mal im Vergleich zum normalen Schwimmen. Viel schneller, ja. Wir müssen. Ah, okay, wir müssen unter die Eisfläche. Da können wir gleich mal diesen einen komischen Fisch da scannen, der irgendwie so ein Loch in der Mitte hat. Aber Lochfisch oder so. Gibt's das überhaupt, einen Lochfisch? Weiß ich nicht. Das ist jetzt. Den habe ich mir jetzt ausgedacht, den Namen. Ich weiß nicht, ob es den auch so in echt gibt. Wäre cool. Oder in so einer kleinen Art. Was ihr bedingt gesehen habt, kann auch sein. Wenn ich. Das ist wichtiger. Was ist das denn hier? Ach, das ist, wenn ich Enter drücke. Ah. Mineraldetektor. Okay, das ist cool. Toll. Okay. Das kenne ich nicht. Oh. Nice. Oh mein Gott. Nein. Ey, du Mist. Some of the wildlife down here is very grabby. Gib mir doch mein. Hallo. Hä? Ah. Very grabby, ja, das stimmt. Ah, okay, das ist gar nicht so tief, okay. Dachte schon. Oxygen. Da können wir hier aber direkt Dings mitnehmen. So, Schlingpflanzen. Das nehmen wir mit und dann noch hier von den Dingen. Man kann ja nie genug haben. Okay, ja, so viel zum Thema. Da ist ein PDA. Und das Ding. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. Well, I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. Wir waren auch wieder Leute. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. 4546B, no. Genau. I'm serious, Sam. Something ain't oh, right. Nee, das ist ja so ein Räuber. I can show you, but I can't get back in there.
Das weg hier. Da sind überall Räuber hier. Ah, das ist genauso. Ich glaube, das ist genauso wie die Dings aus Subnautica, die Pirsch-Dinger da. Da ist er! Ich lache, wenn er jetzt Lochfisch heißt, ne? Wenn der Lochfisch heißt. Ich lache. Der heißt sogar wirklich Lochfisch. Ey! Jo. Hallo. Diggi. Was zum. Hallo. Oh mein Gott, was? Was, wer ist er denn? Ich kenne den Lochfisch. Kann ich durch den durchschwimmen? Okay. Ja, kann ich. Was? Als ob man kann. Ja, das ist cool. Rudo. Come here. Oh nein. Oh oh. Oh oh, das wird knapp, unser Sauerstoff. Ey, der ist cool. Ich mag den. Hallo. Oh mein Gott. Ja, ich werde gerade richtig gebumst. Ich würde auch eher, ich glaube, ich würde mich unter Wasser besser fühlen als über Wasser. Vom Wohlheitsgefühl. Stell dir mal vor, wir haben so einen coolen Anzug und dann ist das Wasser, ich meine, das Wetter sagt was anderes, aber entweder beheizter Anzug oder das Wasser ist warm. Boah, das ist das beste Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie das ist, diese Neoprenanzüge. Kommt da Wasser durch? Oder ist das, also abgesehen vom Helm, kommt trotzdem Wasser an den Körper? Oder ist es irgendwie so, dass das Wasser dadurch aufgehalten wird? Ich weiß, ich hatte noch nie einen an. Das könnte ich gleich mal googeln. Das sind ja so weirde Fragen, aber egal. Batterie, Kupfer. Ja, haben wir beides. Also Kupferdraht. Für das andere brauchen wir noch Geißelkörbchen. Okay. Ja, die kriegen wir ja easy hier. Glaube ich, hoffe ich. Hm. Hier unten waren die, oder? Ja. Aber das finde ich cool gemacht, so mit diesen Geißel- und Gieselkörbchen. Weiß gar nicht, wie die heißen, lol. Essen, Essen, oh. Egal. Ah, okay, lol. Hier wären auch Schlingpflanzen gewesen. Auch gut. Ah, okay, das sind diese. Das ist wie diese Blob-Dinger da. Nicht Blob, die Dingsdinger bei uns, verstehe. Leuchtfackel. Luftblüte. Ja, in Subnautica 1 gab es ja diese, oder Subnautica einfach nur gab es ja diese Dings, diese oh nein. Diese Blumen unter Wasser, diese Luftblasen, drei Stück auf einmal, also hintereinander gedroppt haben. Wir sind ganz schön. Jo, Digga, wo sind wir? Ich glaube, hier sind wir falsch. Also, mein ja nur so. Ich will wieder zurück in mein Chili-Biom. Ah, okay, die sind dann eher bei den Dingern da. Oxygen. Ich werde noch gucken, wie das jetzt gleich mit der Musik ist. Weil jetzt ist sie ja relativ leise. Aber man stirbt schneller, merke ich gerade. Egal. Seek fluid intake. Ja. Mineraldetektor, das wird interessant. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Hundreds of hours searching, okay. Ja, na. Na. Das tauschen wir einmal. Perfekt. Jetzt wird's interessant. Warte mal. Ah. Was muss ich drücken? Oder, warte mal. Wo? Ey, wie funktioniert denn das Ding jetzt? Ah, lol. Und wenn ich das jetzt...
Ah, das ist cool. Aber da muss man natürlich wissen, wo was drin ist, ne? Aussicht auf Kupfer. Okay, da haben wir aber schon mal wirklich was geschafft. Die Seemotte gibt es nicht. Ich glaube, es gibt einen Jetski. Es gibt auch Teleporter und... also nicht Jetski, sondern Land-Jetskis. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und es gibt, glaube ich, meine ich auch noch so ein Schlängel-Ding. Also kein Cyclops mehr, sondern... Boah, ich frag mich gerade, wie das Ding heißt. Seemotte weiß ich nicht, ob es das Ding gibt, deswegen sage ich jetzt einfach mal nein. Und es gibt dafür jetzt auch ein Dock, so ein spezielles Dock von dieser Biene oder Wurm oder was auch immer das Ding ist. So, dann würde ich sagen, mal noch eben Wasser. Grundwasser. Grundwasser? Ah, gefiltertes Wasser. Ich glaube, stilliertes Wasser war am besten, zumindest in Subnautica. Vital Signs Stabilizing. Oh, jo. Tschüss. Ich glaube, dann gehen die auch eher runter, die Science-Dinger da. So, ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir wegen Mineralien noch mehr Scanning. Ich würde sagen, das war's dann mit der ersten Folge von Subnautica Below Zero. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr, wie ich erwähnt habe, Subnautica Streams erleben wollt oder andere Streams oder generell alles andere, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. Ist verlinkt, twitch.tv/verlassener. Denkt dran, das A mit dem X zu ersetzen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis dahin dann. Ciao, ciao.